schäme mich für die ganze Sache. Mir ist es unglaublich peinlich. Hier haben wir einen geständigen Täter. Es war ja dann wirklich irgendwann so schlimm, dass man nur noch das Geld gesehen hat. Paderborn. Robert Heutzer kehrt zurück. An den Ort, an dem er nicht nur ein Spiel verpfiffen hat. Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich schwer. Wenn man hier an dem Ort zurückkommt, wo eigentlich ja, spätestens jetzt die Schiedsrichterei eigentlich schon aufgehört hat. Der 21. August 2004, DFB-Pokal, erste Runde. SC Paderborn gegen den Hamburger SV. Der Favorit aus der Bundesliga führt schnell. 2:0 beim Drittligisten. Alles läuft wie erwartet, aber nicht wie geplant. Es war ja nach dem 2:0 auch so gewesen, dass man dann auch handeln musste, ja, um diese Gier, von der ich ja immer gesprochen habe, ja auch irgendwie ja, so zu bestätigen, um das zu bekommen, was man ja eigentlich immer gesehen hat, dieses Geld. Sieg für Paderborn, das ist sein Auftrag. Nur wenn er den erfüllt, gibt es die versprochenen 20.000 Euro. Heutzer schreitet zur Tat und erklärt es, als wäre er sogar stolz darauf. Das ist der Elfmeterpunkt. Das ist der Elfmeterpunkt des ersten und wahrscheinlich skandalösten Elfmeter, den Fußball Deutschland je gesehen hat. Die Flanke, ich weiß nicht mehr, ob es ein Eckball war oder eine Freistoßflanke, kam von dort, von der rechten Seite, kommt hoch hinein. Ich habe eigentlich einen ganz guten Blick so in den Strafraum und eine völlig übliche Position für einen Schiedsrichter. Aber achte natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen auf Dinge, die im Strafraum passieren, auf die möglichen Konsequenzen, die ich ziehen muss, um herbeizuführen, was ich vor dem Spiel eigentlich schon wusste. Es soll noch einen Komplizen geben. Paderborns Kapitän Theis Watering, der hier hinfällt. Dass ich ja im Vorfeld wusste oder eigentlich davon ausgegangen bin, durch die Informationen, die ich hatte, dass der Spieler Watering involviert war. Und das hatte einer der Kroaten ihn jetzt. Genau. Welcher war das von den drei? Der Ante S. Der Ante, ja. Also der genau. Bekannte, ja. Der Bekannte, von dem habe ich die Position, die Informationen. Ja, und wollte ja, wie gesagt, auch dieses Geld kommen. Wir standen zu dem Zeitpunkt 2:0 für Hamburg. Ich habe den Spieler Watering im Vorbeilaufen im Mittelkreis kurz angesprochen und gesagt, Mensch, mach doch mal was. Ich wollte einfach sehen, ist es denn nun wirklich wahr, dass er Bescheid weiß? Oder sind es vielleicht Informationen, die einfach nur an mich herangetragen werden, um dass ich vielleicht von mehr Sicherheit gewinne und dass da gar nicht viel mehr dahinter steckt? Egal, wie es gelaufen ist, Paderborn nimmt das erste Geschenk an, der Außenseiter verkürzt. Dann spielt Robert Heutzer das Schicksal in die Karten. Emil Mpenza beleidigt ihn. Hamburg von diesem Zeitpunkt an in Unterzahl. Jetzt läuft das Spiel so, wie es der Betrüger haben will. Der Regionalligist dreht die Partie. Einmal noch greift Heutzer entscheidend ein. Er geht auf Nummer sicher und pfeift erneut einen Elfmeter. Wieder einen,
der keiner ist. Das Unparteiische war gänzlich verloren. Also da gab es nichts Unparteiisches mehr. Es war ja dann wirklich irgendwann so schlimm, was ich auch schon sagte, dass man nur noch das Geld gesehen hat. Ja, dass man unter diesen Vorzeichen der Planung aufs Spielfeld gekommen ist. Dass man halt nur noch äußerlich der Schiedsrichter war, innerlich quasi fast als zusätzlicher Mann für die jeweilige Mannschaft gewirkt hat. Und dann wie so ein Spielmacher sich hier bewegt hat, das Spiel mal schnell gemacht hat, mal langsam gemacht hat. Ewig in die gleichen Richtungen entschieden hat, da wo es natürlich möglich war. Und mitunter Entscheidungen getroffen hat, die ja, alles andere als verwunderlich waren. Paderborn gewinnt 4:2. Die Sportlichkeit hat verloren. Fußballspiele zu manipulieren scheint auf einmal ganz einfach. Ja, man probiert natürlich so mit kleinen Dingen vielleicht zu beeinflussen. Vielleicht die Dinge, die wirklich 50-50 zu entscheiden sind, die man je nach Taktik auch so auslegen kann, womit man vielleicht in der Situation weniger Probleme hat, entscheidet man oder fällt man natürlich dann strikt in die Richtung, in die man sie benötigt. Ja, und ist da sehr, sehr konsequent. Das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, Freistoßgeschichten, Einwürfe, Eckstöße, Abstöße, vorbeugende Maßnahmen, dass man probiert zu unterbinden, wenn gegnerische Angriffe laufen. Berlin, Rankestraße, beim Kudamm um die Ecke. Hinter der schlichten Fassade wurde das große Geld gemacht. Man hat sich getroffen, gefeiert und getrunken. Hier begegnete Heutzer den mutmaßlichen Drahtziehern. Den kroatischen Brüdern Milan, Philipp und Ante S. Ein Vetter der drei war in die Berliner Schiedsrichtergruppe eingeschleust worden. Er sei, so Heutzer, hierhin gelotst worden. Er wird umgarnt, er ist eitel genug, sucht nach Anerkennung. Er sieht das viele Geld, die teuren Autos. Das Millionenspiel endet am 28. Januar mit der Festnahme des Trios. Heutzer hatte bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Seitdem sitzen die Brüder in Untersuchungshaft Berlin, Moabit. Robert Heutzer wagt sich das erste Mal seit seinem Geständnis zurück, morgens, bevor da geöffnet wird. Er fühlt sich nicht sicher. Ja, dieses Café zu besuchen. Das ist wirklich ein bisschen bedrückendes Gefühl, hier dann zum ersten Mal so zu stehen. Das letzte Mal, als ich hier rausgegangen bin, war eigentlich noch augenscheinlich alles in Ordnung. Haben Sie jetzt ein bisschen Angst, wenn Sie jetzt hier vorbeikommen? Das ist ungemütlich, ja. Dieses Gefühl, was ich ja, dieses Dreivierteljahr immer hatte, hier sehr, sehr gern hinzugehen. Ich habe das ja auch schon mal als mein zweites Wohnzimmer bezeichnet. Ich bin hier Tag ein und Tag ausgegangen. Jetzt ist es schon komisch. Ich meine ganz simpel, Angst vor Rache, dass die irgendwann mal sagen, jetzt zeigen wir es ihnen doch noch. Ja, die Gedanken habe ich oft. Ich frage mich immer, warum oder wie denken die jetzt wohl? Fühlen sie sich von mir verraten? War ich denen dann vielleicht doch nicht stark genug? Schon ein bisschen Angst. Gedanken darüber, was er ganz Fußball Deutschland angetan hat, macht er sich nicht. Seine erste Bewährungsprobe am 22. Mai 2004 wieder in Paderborn. 8.000 Euro gab es vor dem Spiel. Der SC Paderborn sollte gegen den Chemnitzer FC gewinnen und schon zur Pause führen. Denn auch darauf war gewettet worden. Deshalb pfiff Heutzer hier Elfmeter vor der Halbzeit. In der Rolle als Parteiischer ungeübt ließ er sich von seiner Assistentin Inka Müller an der Außenlinie korrigieren. Das ist ja in dem Spiel Paderborn-Chemnitz gewesen, dass sie klar erkannt hat und auch auf guter Position stand, dass der das Foul nicht im Strafraum genau war. Genau hier, ne? Auf derselben Seite. Auf der Seite, genau. Es war dort vorne so ungefähr ja, so 2-3 Meter von dem Teilkreis weiter rechts, direkt an der Strafraumgrenze. Ein Foulspiel, was ich als solches auch wahrgenommen habe.
Aber klar, auch hier wollte ich ja diese drastische Strafe, den Strafstoß, ja, um dass das Tor erzielt wird. Gleich das erste Geschäft war geplatzt. Zurück in Berlin, hier hat er einen seiner Auftraggeber getroffen und das Bestechungsgeld zurückgegeben. Ich habe mich schlecht gefühlt, komischerweise, ja, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar keine Fehler gemacht habe. Ich habe mich schlecht gefühlt Schlecht, weil es nicht geklappt hat, wie die sich das vorgestellt hat. Und vor allem auch, weil ich mir, wie gesagt, jetzt irgendwie ja berechtigt dann die Vorwürfe anhören musste. Obwohl ich ja eigentlich in der stärkeren Rolle war, dass ich immer noch hätte sagen können, pass auf, das funktioniert nicht, ich kann das nicht. Er kann es und wie. Zweite Liga, Ahlen-Burghausen, 22. Oktober 2004. Robert Holzer pfeift einen Handelfmeter, der keiner ist. Er trägt nur noch ein Schiedsrichterkostüm. Er ist ein Schauspieler. Aber man war ja mit dem ganzen Ärger immer konfrontiert, vor Ort noch, ja. Die Leute, die einen befragten, die ganzen Vorwürfe auch der Leute, die bösen Äußerungen. Ging ja so weit, dass ich dann auch in einem Spiel Ahlen-Burghausen mich vor die Kamera stellen musste und eine drastische Entscheidung einfach kommentieren musste. Meiner Wahrnehmung nach gehen bei dieser diagonal eingeschlagenen Flanke beide Spieler sehr tief mit dem Kopf zum Ball, erreichen diesen mit dem Kopf nicht mehr und der Spieler von Burghausen kriegt den Ball in den Arm und wehrt ihn so ab und verhindert dadurch den Weiterlauf des Spiels in diesem Strafraum. Das war somit das Schlimmste, dann auch noch öffentlich Äußerungen abzugeben, obwohl man eigentlich weiß, dass das der größte Blödsinn ist, was man gerade erzählt. Blödsinn und Betrug. Am 22. Januar werden die Vorwürfe gegen Holzer öffentlich. Er wird von anderen Schiedsrichtern verpfiffen. Das soll einfach bewiesen werden, was passiert ist. Ich möchte die Sachen, die mir vorgeworfen werden, gerne haben. Ich möchte damit gerne arbeiten können. Momentan kann ich es nicht. Momentan hänge ich eigentlich in der Luft und nicht die Vorwürfe. Und ja, da bitte ich und freue ich mich, wenn die Dinge aufgeklärt werden. Zwei Tage später bekennt er sich schuldig, offenbart sich seinen Anwälten. Mit dem Ergebnis, dass die Vorwürfe im Kern zutreffend sind. Ist es zutreffend, dass weitere Personen aus der Fußballszene in diesem Skandal verwickelt sind? Ja, das stimmt. Können Sie andeuten, welches Ausmaß die ganze Sache hat? Für den Fußball ein sehr, sehr immenses Ausmaß. Der Fall, der alle entsetzt, kommt in Bewegung. Es ist unverzeihlich. Die Leute werden gut bezahlt. Sie genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Journalisten, des Schiedsrichterausschusses, der Kollegen und verraten und verkaufen die ideellen Werte. Das ist unentschuldbar. Wir haben Erkenntnisse darüber, dass in diesem Zusammenhang drei Personen Wetten abgeschlossen haben und die anderen Personen möglicherweise an der Beeinflussung der Spiele beteiligt gewesen sind. Kann ich so einfach schreiben und so, Piplitzer ist in kroatische Mafia, das stimmt nicht. Es handelt sich hier um organisierte Kriminalität. Ich habe in meinem Leben nicht ein einziges Spiel verpfiffen. Das ist ein Kriminalfall. Ein Tatort von wer weiß wie vielen Dresden. Die Tristesse ist keine rein sportliche. Dynamos erste Mannschaft ist verwickelt in dubiose Machenschaften. Ignaz Kresic, Dresdens Torhüter, hat wiederholte Kontakte eingeräumt zu einem der inzwischen inhaftierten Verdächtigen. Konkret geht es um 15.000 Euro.
Ranisaf Jovanovic, momentan Bundesliga-Profi bei Mainz 05, hat als Dynamo-Spieler diese außerordentliche Siegprämie erhalten, auf ungewöhnlichem Wege. Das war, glaube ich, eine Tüte gewesen. Ist jetzt eine Aldi-Tüte oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das eine Tüte. Und es wurde dann in der Mannschaft sozusagen gerecht aufgeteilt. Wie selbstverständlich wurde dieser Bonus angenommen. Überbringer soll Ante S. gewesen sein, einer der drei im Berliner Café King festgenommenen Kroaten. Es ging um ein Regionalligaspiel, das für Dresden sportlich unbedeutsam war. Dynamo gewann 3:2 gegen Münster im Juni 2003 und dann kam das Versprochene. Der hat die Tüte dann vorbeigebracht, hat auch nochmal vorm Spiel mit dem Trainer geredet in der Kabine. Hat es nochmal erklärt, dass er sich freuen würde, wenn wir das Spiel gewinnen. Der Trainer hat gesagt, ja, kein Problem, alles andere würde er nicht machen. Hat er ihm auch extra nochmal gesagt. Ja, es ist schon üblich, dass wir eingeladen werden, also zu einem Abendessen oder in Fan oder sagt, ich gebe euch 100 Euro in die Mannschaftskasse und so weiter. Ich möchte auch nochmal betonen, zu dem Zeitpunkt vor dem Spiel wusste ich und auch die übrige Mannschaft sicher nicht, wie hoch dieser Beitrag sein sollte. Das hat sich erst im Nachhinein dann herausgestellt. Die Naivität scheint System zu haben beim früheren DDR-Meister. Zumindest dieser Vorgang scheint die Vereinsführung nicht interessiert zu haben. Es gibt eine ganz normale Prämienordnung im Verein. Das ist dem Verein auch bekannt. Und wenn zusätzlich gesponsert wird, das erfahren wir dann nicht. Chaotische Zustände im und rund um den deutschen Fußball. Wer hat wen, wann und wie informiert? Hätte der Fall Heuzer schon früher bekannt werden können, werden müssen? Wo gab es welche Versäumnisse? Beim DFB, bei der Staatsanwaltschaft Berlin, beim staatlichen Wettanbieter OZ, einem nationalen Hauptsponsor der Weltmeisterschaft 2006. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung gewesen, dass man OZ genommen hat. Ich glaube, wir haben als OZ das, was unsere Aufgabe ist, gemacht. Wir haben den DFB sofort informiert. Darüber hinaus ist mir persönlich das Schreiben nie ausgehändigt worden. Also, Sie wussten davon nichts? Nein, ich wusste nichts. Wenn dieser Vorgang auf seinem Schreibtisch gelandet ist und er notwendigerweise dann auch hätte die Konsequenzen ziehen müssen, dann muss er auch andere Konsequenzen ziehen. Letztlich hat die Polizei gesagt, mit den Angaben, die ihr uns jetzt gibt, können wir noch nichts anfangen. Es ist die Information über mögliche Spielmanipulationen bei Fußballspielen nicht an die zuständige Stelle bei der Polizei gelangt. Beobachtet das Verhalten weiter und sagt es uns wieder. Das hätte man unter Umständen besser machen können. Das Verhältnis der Staatsanwaltschaft zu OZ in der Aufarbeitung dieses Vorgangs ist ein Verhältnis, das die beiden miteinander erledigen müssen. Wir haben gebeten, die Sache weiterhin vertraulich zu behandeln. Sie wollten also nicht, dass man da Wirbel nach außen macht. Aus Gründen wie immer auch, das wird zu klären sein. Die Angelegenheit, es ist im Bereich des Schiedsrichterwesens, es ist Angelegenheit des DFBs. Es müssen auch diejenigen kenntlich gemacht werden, die wahrscheinlich von diesem Vorgang bereits wussten. Und die nicht gehandelt haben. Sie gehören einfach nicht in unsere Gemeinschaft. Schnell aufräumen, rasch aufräumen, damit wir dann diese Angelegenheit hinter uns lassen können. Dienstag. Robert Heuzer auf dem Weg raus aus seinem Unterschlupf. 18 Tage, nachdem für ihn das Versteckspiel begonnen hatte. Ein Hotel in Hamburg, die erste Station. Nur noch wenige Stunden, dann wird er erstmals öffentlich Stellung beziehen. Herr Lipskina, wo ist er denn? Was will ich denn sonst? Wenn das irgendwie geht. Es geht um viel, denn es geht um Fußball. Bodyguards für einen Betrüger. Ja. Der erste Kontakt zwischen ihm und seinem Fragesteller.
Hi. Herzlich willkommen. Ja, grüße Sie. Gute Anreise? Gute Anreise. Bisher läuft noch alles nach Plan. Lassen Sie sich verwöhnen. Sie reisen direkt danach weiter? Ja, relativ zügig. Und Sie sind gut versorgt, ja, was reisemäßig und so weiter? Alles abgesprochen, wunderbar. Okay, dann freue ich mich sehr, dass Sie hier sind und dann wollen wir sehen. Haben wir gleich Spaß. Und hören. Ja. Sagen Sie Spaß? wenn Sie das sagen, ist okay. Wenige Minuten bleiben. Das anhören. Ich hoffe, dann gerne. Ist er auf Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch. Und herzliche Grüße auch an den Sohnemann, der mitgekommen ist. Ein Fernsehstudio wie eine Fußballarena. Und dann begrüßen wir einen Mann, der für Geld, seine Ehre und den, das ist besonders wichtig, Glauben der Fans an die Ehrlichkeit im Fußball verkauft hat. Schiedsrichter Robert Heutzer. Gezielt spricht Robert Heutzer sich selbst schuldig. Das überrascht niemanden. Aber fühlt er sich tatsächlich schuldig? Ich habe Spielansetzungen bekommen und habe später auch in erster Linie eigentlich nur daran gedacht, kann man da was machen, kann man da nichts machen. Ich habe mich, wie ich sonst eigentlich war, als Schiedsrichter nicht in erster Linie als sportliche Herausforderung auf die Aufgabe gefreut. Sondern ich habe eigentlich die Aufgabe nur darin gesehen, ist was möglich und inwiefern kann man es beeinflussen, um möglichst viel Geld rauszuholen. Er wollte reich und berühmt werden. Geblieben ist ihm das, der zweifelhafte Ruhm eines Täters. Ja, heute einmal die Füße gerade auf. Ja, genau. Heute noch einmal der Blick dort, wo es laut ist. Einmal noch mal hinten, Herr Holzer. Essen, der Morgen danach, die Kanzlei seiner Anwälte. Der DFB will ihn sprechen. Die erste Vernehmung nach dem Geständnis findet hier im Ruhrgebiet statt. Weit weg vom Trubel um die Verbandszentrale in Frankfurt. 3,5 Stunden dauert das Verhör durch Dr. Rainer Koch, den Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, und Horst Hilpert, den ersten Mann im Kontrollausschuss. Ich bin erstmal froh, dass soweit alles weiterläuft und klar auch irgendwie so ein bisschen platt jetzt. Deutschland spielt gegen Argentinien. Im Stadion kann er sich nicht mehr blicken lassen. Er gehört nicht mehr dazu. Er hat zu viel kaputt gemacht. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Das würden Sie dem Klinsmann erzählen. Wenn ich ihn sehen würde. Ja, so wieder den Stilchen, kennt man ja. Auch bei dem müsste ich mich entschuldigen. Weil ich diesen Weg oder diesen Gang der Arbeit, das ist ja nun auch ziemlich neu in der Branche, auch in einer sehr verantwortungsvollen Position für den deutschen Fußball, vielleicht auch ins Wanken gebracht habe, jetzt in der Situation auch die Leute verunsichert habe, die sich dann auch erstmal um andere Dinge kümmern oder über andere Dinge nachdenken. Ja, ich bin Praktiker gewesen. Ich habe vielleicht viele Dinge auf dem Platz anders gelöst, mit eigenen Mitteln. Aber das kam mal ganz gut an. Also auf dem Platz habe ich mich immer ziemlich wohl gefühlt, als Sportler. Die große Fußballwelt findet für ihn nur noch auf dem kleinen Fernsehschirm statt. Natürlich habe ich den innerlichen Wunsch auch gehabt, vielleicht mal mehr zu erreichen und bestimmte Dinge noch folgen lassen. Aber gut, es hat sich ja mit oder durch die jetzige Situation dann erledigt. Ja. Sehr gut. Donnerstag, Berlin-Spandau. Hier ist Heutzer zu dem geworden, der er ist. Und da drüben war gleich das Zuhause, ne? Ja, da drüben habe ich gewohnt. Ich glaube, 21 Jahre, da bin ich eigentlich aufgewachsen. Hier der Fußballplatz. Hier bin ich oft rübergegangen, hier war ich auch oft alleine. Was nicht daran liegt, dass ich
keine Leute kannte, mit denen ich Fußball spielen konnte, sondern weil ich auch gerne alleine Fußball gespielt habe. Das ist Vergangenheit. Der Einzelgänger, der irgendwann Anerkennung suchte und fand. Bei den falschen Leuten. Die sitzen seit mehr als 2 Wochen in Untersuchungshaft. Berlin, Moabit. Also ich komme jetzt auch zum ersten Mal hier an diese Stelle, mit der ich eigentlich vorher, oder mit der ich definitiv vorher ja keinen Kontakt hatte. Das ist schon ein mulmiges Gefühl, jetzt so zu überlegen, dass ein sowas auch treffen könnte und das Knast vielleicht auch die Konsequenz ist. Das war vor 3 Tagen. Für die Kamera ist Robert Heutzer dem Gefängnis noch einmal entkommen. Seit gestern sitzt er auf der anderen Seite der Mauer, in Untersuchungshaft. Wie lange, das ist ungewiss. Am Montag gibt es den Haftprüfungstermin. Wir müssen bei dem Strafrahmen und der Vielzahl der Fälle schon davon ausgehen, dass er eine Freiheitsstrafe bekommt, die er vielleicht auch nicht zur Bewährung bekommt, sondern die er verbüßen muss. Robert Heutzer, dieser Skandal, wird für immer seinen Namen tragen und sein Gesicht. Es ist eben ein Spiel und in einem Spiel wird immer wieder alle, auch ihre Zuschauer, in jedem Spiel, das es ist, versucht man doch irgendwie zu mogeln. Dass es aber Schiedsrichter sind, das tut weh, das schmerzt. Das Ende dieses Films ist der Anfang der ganzen Geschichte. Die Ermittlungen gehen weiter.